So, hallo zusammen. Jetzt kommt das Update von der Baby-Nacktschnecke. Die bewegt sich hier fleißig vorwärts auf der Küchenplatte. Die ist ungefähr, warte, ich mache meinen Finger daneben. Ja, so ein Zentimeter, so knapp ein Zentimeter. Oh, geschätzt. Das ist natürlich durch die Kamera, es ist ein bisschen verzerrt durch den Zoom und so weiter. Geschätzte Größe der Babynacktschnecke 0,8, 0,9 Zentimeter. Und wirklich interessant, wie die sich hier vorschlängelt. Ich gehe mal rein in Zoom. Hoffentlich bleibt es scharf. Ja, da sieht man jetzt auch die Arbeitsfläche sehr gut. Und jetzt kriegen wir hoffentlich die Nacktschnecke scharf. Nee, mag nicht. Mag nicht. Ich gehe nochmal raus. So ist vielleicht ganz nett. Und jetzt gehe ich nochmal ganz raus. Ja, das ist die Babynacktschnecke. Gerade auf einem Stück. Na, gerade auf einem Stück Löwenzahn kam sie hier an in die Küche. Und vielleicht möchte sie ja wieder zurück auf das Stück Löwenzahn. Natürlich muss das Ganze hier scharf sein. Kriege ich das noch? Ja, sieht gut aus. Die hat Bock auf Löwenzahn, so wie sie ausschaut. Und ich glaube, jetzt geht's zurück in den Garten. Direkt daneben war auch eine große Nacktschnecke. Also vielleicht, ich weiß nicht genau, wann Nacktschnecken Eier schlüpfen und sowas. Ist auch nicht gar nicht so cool, darüber nachzudenken. Aber die hat Bock auf Löwenzahn. Und die kommt jetzt zurück in den Garten. So schaut's aus. Das ist das Update von der Babynacktschnecke. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, das Update von der Babynacktschnecke. Leider ist die Belichtung nicht ganz so gut hier. Kann ich jetzt hier dauerhaft Blitzlicht anmachen? Taschenlampe geht das. Nicht verfügbar, während ich die Kamera mache. Ja, danke schön. Okay. Schöne Zeit euch, schönen Abend. Tschüss.